Ich bin der Fatze und wir sind wieder bei Tricky Truck. Jetzt habe ich hier wieder unsere Liste mit User-Leveln. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die bestbewertetsten. Oh, was haben wir denn da Schönes? War of the World. Krieg der Welten. Fahrzeug brauchen wir noch. Ich nehme mal diesen schicken Pickup Cabrio. Aha, hier gibt es auch Leute, bei denen das Land nicht bekannt ist. Gut. Außerirdische, Aliens, wer weiß es. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein in den Krieg der Welten. Oh, da vorne geht auch schon irgendwas kaputt. Ja, gut, die Frage, wo müssen wir hier reinfahren? Wo ist das Ziel? Erstmal ein bisschen umschauen. Oh Gott, das fährt sich ja auch sehr bescheiden. Was steht denn hier? Irgendwie auf dem Kopf ist es. The country is under construction. Okay. Also noch im Bau. Oh Gott, das fährt sich ja schlecht. Hier haben wir eine Rakete, oder? Das sieht alles schon sehr, sehr strange aus. Oh, wie das hier ausbricht, das ist unglaublich. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, vielleicht sehen wir irgendwo das Ziel. Wo muss ich denn hin überhaupt? Und schon hängen wir fest. Na toll. Gucken wir nochmal. Da drüben ist doch bestimmt. Irgendwo da drüben bestimmt. So. Da fällt wieder alles zusammen. Ah, das Auto bricht echt auseinander. So, jetzt gucken wir mal. Da oben geht es doch irgendwie hoch, irgendwie weiter. Ich würde sagen, wir fahren mal da hoch. Schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Vielleicht finden wir ja auch das Ziel. Komme ich überhaupt hier hoch? Nee. Nee, leider nicht. Oh. Ich muss sagen, ich mag diese Level nicht, wo man gar nicht weiß, wo es lang geht. Irgendwie ist es so sinnlos, einfach hier durch die Gegend zu brettern. Oh, und sich dann auch noch aufs Dach zu legen. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal ein anderes Level, was vielleicht besser ist. Was haben wir denn noch Schönes? Italian Chop Test. Okay, geht nur geradeaus. Ja. Scheint machbar zu sein. Ich würde sagen, gehen wir aufs Ganze. Wir nehmen den kleinsten hier. In 17 Sekunden. Ja, das ist eine gute Vorgabe. Auf jeden Fall mal Ziel. Ob wir es schaffen? Ich glaube, vermutlich eher nicht, aber wir versuchen es. Oh, jetzt sieht es nicht mehr so einfach aus. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß. Ich habe zwar die Italian Chop nie gesehen, aber ich denke, wir müssen hier drauf fahren. Was? 50% of red cargo must stay on. Yellow cargo fell off. Ach so. Ja gut. Dann brauchen wir doch einen LKW. Wie haben die das mit dem Fahrzeug geschafft? Das verstehe ich nicht. Also wir brauchen doch einen LKW, um die Ladung zu transportieren. Sonst macht das hier alles keinen Sinn. Nein. Oh. Nee, ich glaube, das hat nicht gezählt. Wir müssen hier doch irgendwie so hinfahren, dass er auch reinfallen kann. Ey, das geht ja von selber los. Nein. Komm, fall rein. Und noch eins. Ja, rein damit. Wunderbar. Auf geht's. Kamera noch richtig einstellen. Jetzt müssen wir nur den LKW hier verfolgen. Ich denke, wir müssen ihn verfolgen und ja, drauf fahren. Obwohl sich das einfacher anhört, als es ist. Oh, vor allem, wenn man hier schon an der Rampe scheitert. Das war sehr mies. Ich denke, wir holen uns erstmal. Oh, klasse. So, gut. Ich denke, wir holen uns erstmal die hier automatisch losgehen. Ja, bleib liegen.
Gucken wir erstmal, dass wir die reinbekommen. Wunderbar. Und jetzt in der Kurve aufpassen. Grad sag ich's und wieder klappt's nicht. So, hat schon wunderbar geklappt. Gut. Ah, liegt etwas schief. Ich glaube, das geht nicht auf lange Zeit gut. Wo müssen wir denn hin? Da vorne. Ja, hier in der Rampe müssen wir aufpassen. Haben wir vorhin schon gesehen. Müssen wir durch die Tore da vorne fahren? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nein. Da war ein kleiner Bodenhubel, so eine blöde Erhebung. Komm, rein damit. Oh, nicht drüber. Bin ich zu doof oder ist es das Spiel? Weiß es nicht. So, schön. Jetzt müssen wir das andere noch irgendwo reinbringen. Vorne oder hinten. Ich würde sagen, wir probieren es mal hier vorne. Ach nee, war nicht wirklich gut. Vor allem, weil es jetzt runterfällt. Ja, und wir schon zu viel verloren haben. Ja. Jetzt können wir das andere hinten noch reinmachen. Stopp. Oh nein. Ich scheitere ja hier schon bei der Aufnahme von der Ladung. Wie soll es denn erst mit der Ablieferung klappen? Das würde auch nichts. Das sehe ich schon. Vielleicht kriegen wir es noch. Nein. Ach, ich denke, wir machen es nochmal, aber mit einem anderen LKW, mit einem, der mehr Ladefläche hat. Nehmen wir mal den Standard-LKW. Ja, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Komm immer drauf. Ja, sieht gut aus. Der eine hier vorne, der liegt nicht so optimal. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch. Wir geben uns auf die Verfolgungsjagd. Der fährt aber auch nicht durch die Tore. Ich denke, das brauchen wir nicht. Wir müssen nur hier auf diese Bodenwellen hier Acht geben. Oh, ja, jetzt liegt sogar die Fracht ein bisschen besser. Mann, wir hatten die Straßen so wackelig gebaut. Das ist ja unglaublich. Da haben wir ein großes Tor. Aber wir kommen ja kaum hinterher. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts übersehen habe, dass wir nicht noch irgendwas tun müssen. Aber ich vermute, dass wir jetzt nur noch, in Anführungszeichen nur noch, hier drauf müssen auf den Anhänger. Wobei, LKW auf LKW könnte schwierig werden. Aber jetzt sieht es gut aus, aber jetzt kommt die Hürde. Oh nein. Gut, wir haben den anderen auch kaputt gemacht. Sollte doch eigentlich einen Pluspunkt geben. Ja. Ich würde sagen, einmal machen wir es noch. Ganz so schnell geben wir doch nicht auf. Oh, sieht gut aus. Hat geklappt. Einmal machen wir es auf jeden Fall noch. Testen wir es noch. Warum die ganzen Tore hier sind? Muss man da durchfahren? Ich verstehe es nicht. Aber man muss ja nicht alles verstehen. Oh, langsam. Nicht so schnell. So, gut. Das Problem ist nur, da vorne kommen immer diese niedrigen Tore und ich werde da immer dagegen kommen. Vielleicht müssen wir ja doch warten, vielleicht hören die irgendwann auf. Oder wir versuchen es einfach jetzt. Komm, rauf. LKW besteigt LKW. Das tut sich aber nichts. Hm, seltsam. Hupen wir einfach mal. Nee, bringt nichts. Was war denn die Italian Job? Mist, hätte ich den Film doch nur angeguckt, dann wüsste ich jetzt Bescheid. Ich denke, jetzt probieren wir noch das Letzte. Und zwar versuchen wir einfach schneller am Ziel zu sein als er. Vielleicht klappt ja das. Oh nein, aber nicht, wenn wir irgendwas verlieren wieder. Ah, komm, das hier muss schön sitzen. Das sitzt aber wieder nicht schön. Das wird doch wieder nichts. Das sehe ich jetzt schon runterfallen. Wir müssen hier einfach schneller fahren. Ja, damit ist die schön verteilt. Jetzt geben wir Gas. Jetzt sind wir gut dabei.
Ja, und ich würde sagen, wir überholen einfach mal unseren Kollegen da vorne. Vielleicht ist ja das unsere Aufgabe. Wobei, wenn das, wo hier hinten die Rampe, die steht schon nach unten. Also ich glaube, wir müssen schon hinten drauf, aber jetzt probieren wir mal, ihn zu überholen. Vielleicht sehen wir das Ziel, wenn er uns hier Platz lässt. Jawohl. Was? Yellow Cargo fell off. Wo ist denn hier ein Yellow Cargo? Also ehrlich gesagt, mir ist das zu kompliziert. Ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Vor allem hier sieht der Level ja ein bisschen anders aus. Ja, wir haben noch Zeit für ein Level. Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Machen wir mal Default Levels. Ah, nee. Ah, ich habe jetzt gedacht, es wäre Zufall, aber das sind ja unsere Bekannten. Oh, da haben wir aber was Neues, denke ich auch. Die kenne ich hier noch gar nicht. Adventurer Fix Good Rock Else Challenge. Ja, schauen wir mal da rein. Haben auch schon viele gespielt. Ich sag, wir nehmen mal den ganz langen zum Abschluss. Hat noch keiner geschafft. Park the other way around. Oh, ein Park. Aha, das können wir gar nicht schaffen. Wir passen ja hier nicht mal in die Lücke. Ja, ich würde sagen, am Schluss gönnen wir uns noch ein Erfolgserlebnis und machen es mal mit dem kleinsten Auto. Das müssen wir nämlich jetzt schön hinkriegen. Einfach hier parken. Parken, parken, parken. So. Haha, 13,3 Sekunden. Und Platz 18. Einmal machen wir es noch. Einmal schaffen wir. Vielleicht schaffen wir es noch schneller. Zurück. Umdrehen. Vor. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Bremsen. 9,33. Wuhu. Und damit sind wir auf Platz 16. Ja, doch nicht ganz so schlecht. Wie man es in 2 Sekunden schaffen kann, das weiß ich nicht. Gut, wir haben hier die Möglichkeit des Replays. Also wir können nochmal anschauen, wie der Melancholia, ja, dieser tief depressive Mensch, der Tag für Tag nur Tricky Truck in seiner einsamen Höhle spielt, wie der es gemacht hat. Ich würde sagen, gucken wir mal rein. Ah, okay. Gucken wir es nochmal an. Er fährt einfach zurück und bremst. Gut, ich denke, das können wir auch. Müssen wir nur schnell genug sein. Nee. Doch, 5,83 Sekunden. Wow, Platz 11. Das ist so einfach. Ja, gut, es nimmt ein bisschen den Spielspaß, denke ich, wenn man das Replay anschaut und einfach weiß, wie es funktioniert. Aber, ja, ab und zu ist vielleicht gar nicht mal schlecht zu sehen, wie überhaupt so eine Traumzeit zustande kommt. Gut, wir sind jetzt leider schon wieder am Ende dieser Episode. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr immer noch Lust habt auf Tricky Truck. Ich hab's auf jeden Fall. Wir haben ja noch endlos viele Levels, die wir erkunden können, an denen wir auch scheitern können. Also schreibt mir bitte, wollt ihr noch mehr sehen? Wollt ihr auch mal vielleicht den Level-Editor sehen? Dann können wir da mal ein Special sozusagen machen oder 2 Special-Folgen. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis bald. Euer Fatze.